herzlich willkommen bei einer neuen Folge Altes Live hier auf dem Jägerhof. Ich habe mal wieder den Rachani dabei. Moin. Ich glaube, den haben sie irgendwo verwundet. Ich weiß nicht. Der läuft immer so komisch geknickt. Weiß auch nicht warum. Ist also irgendwie. Du, ich glaube, nur geknickt, weil ich unter deiner Führung arbeite. Natürlich. Ja, wie ihr seht, wir sind schon ein bisschen weiter. New Message. Ach, mein Quadbike wird abgeschleppt. Oh, machen sie doch. Ja, wie ihr seht, wir sind schon ein bisschen weiter. Deswegen haben wir die Taktung auch ein bisschen erhöht, des Let's Plays. Bezüglich, weil sonst schreiten wir viel, viel, viel zu schnell voran und ihr kriegt die Dreiviertel davon überhaupt nicht mit. Also wie gesagt, wir haben einen relativ großen Heli mittlerweile. Wir haben da so einen LKW und. Und ja, heute wollten wir so ein bisschen Salz verarbeiten, dass der Trachani wird ein bisschen hin und her fahren und ich nehme das immer mit und bring's dann weg und hoffe, dass ich da nicht wieder überfallen werde, denn wir haben schon mal einen Heli verloren. Weil da welche meinten, dann direkt losschießen zu müssen, anstatt überhaupt erstmal einen Ton zu sagen, aber naja. Gut, ich geh mal Rachani leer machen. Wie viel kriegt ich mit 60, ne? Ja. Ja, ja. Ne, 62. 62 Spitzhacke. Ach, da ist wieder einer im Side. Ruhe, im Side! Da muss er ein bisschen umlagern hier. Krieg ich ja auch 50 in den Heli. Und die 41 auch noch. Hast du noch was in der Taschen? Das war's. Alles klar, ich bin weg. Viel Spaß. Ja. Was sind denn beklauen? Lustig. Ja, dann mal Aufi. Ja, wie gesagt, wir hatten vorher erst den etwas kleineren Heli, den haben sie uns dann zerschossen, einfach so, wo wir da abgeliefert haben. Also normalerweise soll man ja das Roleplay technisch lösen. Aber ja, die meinten es dann nicht zu tun. Und haben dann einfach alles zerdeppert. Und ausgeraubt natürlich. Also das heißt, dann war dann Heli für knapp 300.000 weg. Und ja. War nicht so der Hit, wenn ich ehrlich bin. War eine dunkle Stunde für uns. Ja, also sie haben den Heli zerdeppert, also ich glaube, sie hatten so einen knappen generellen Wert von gut einer halben Million. Ne, mehr sogar, ne? Der Heli knapp 300. Und ich glaube, für 200.000 oder 300.000 Ware. Ja, plus meine ganzen plus Klamotten. Ja, also fast eine Mille sogar. Die war ja auch noch dabei. Ja, aber den haben sie ja leben lassen. Ach ja, stimmt. Warte. Cool im Side. Ja, wie gesagt, dann haben wir uns da so hergequält, dass wir dann wieder einen neuen Heli hatten und naja. Jetzt müssen wir noch irgendwann die Gang gründen und noch einen größeren LKW wahrscheinlich. Ja. Also so ein bisschen, was kommt da noch auf uns zu? Dann Häuser sind zum Einlagern. Naja, du deine Drohung. Jetzt schon teuer. Ja, ich meine Drohung. Du kannst ja auch Salz erstmal einlagern. Na, was will ich das lagern? Das bringe ich direkt weg. Aber was haben wir gelernt im Dunkeln? Siehst du? Wird nicht gearbeitet. Ja, was bringt's? Also legal in der Nacht brauchst du nicht machen. Das war jetzt schon das zweite Mal. Das erste Mal haben sie zum Glück nichts mitgehen lassen. Aber beim zweiten Mal. Da gibt's wieder Ärger. Kann was, Karl der Kahle? Top Name, Leute. Ich benenn mich um in Axel Schweiß oder so. Wo ist denn jetzt Chantal? Ich hab da heute hier Chantal gelesen. Na, weiß ich nicht, du bist doch Chantal. Nur weil du zwei Accounts hast, pst, muss ja keiner wissen. Du bist ja halt mal gerne als Frau unterwegs. Na klar. Ist geil, soll er ins TS, Pupp? Ist auch cool, soll er ins TS, Pupp?
getrennt. Und woran ich mich auf jeden Fall nochmal versuchen will, ist diese Rum-Geschichte. Ja. Da will ich auch auf jeden Fall mal dran. Da glaube ich, bin auch richtig. Ja, aber da sind die Wege halt kacke für. Das ist immer so das Problem. Also, was viele halt sagen, dass Rum halt noch eine Ecke besser wäre. Ich meine, gut, mit dem Heli ist es mir sowieso wurscht, wie ich rumdümpeln muss, aber. So, dann gehen wir mal ein bisschen in die Eisen hier. Gucken, ob da unten irgendwas los ist. Wenn ja, fliege halt mal noch eine Ehrenrunde oder zwei oder drei. Oder ich muss mir was einfallen lassen. Ich habe das jetzt mit dem großen Truck immer so gemacht, dass ich eine Seite zumindest immer erstmal gesichert habe. Dass ich den so positioniert habe, dass da erstmal keiner lang kann. Ja gut, das ist mit dem Heli jetzt schlecht, weil ich muss ja außerhalb parken. Ja. Ne, also. Aber so wie es aussieht, ist hier keiner. Also wenn da nicht gerade irgendwo irgendwer im Haus rumsteht. Irgendwie ist das heute wieder bei mir extrem laggy. Chantal will eine Zentralbank gründen. Na, viel Spaß. Und Noch besorgt hier ihr mal eine rüber hier. Armee. Also der LKW ist mir da ein bisschen nah, wenn ich ehrlich bin. Kannst ja ansagen, wenn sie dich und macht alles, lasst mein Heli ganz. Ja, genau, ihr könnt alles haben, aber bitte nicht den Heli. Alter, irgendwie habe ich gerade im Moment extreme FPS-Einbrüche. Jetzt geht's wieder. Boah, der wirbelt aber auch Staub auf, ey, meine Fresse. Bis jetzt sieht's clear aus. Flieg dann eben wieder zum Flughafen und bring's Geld weg. Weil das sind auch wieder gute 120, fast 130.000. Ja, cool. Ist nicht meine erste Tour heute. Ja. Weg hier. Was halt bei dem hier etwas schade ist, er braucht halt extrem lang, um auf Touren zu kommen. Da ist der kleine Hummingbird wesentlich besser gewesen. Der brauchte Mapphorn nicht meinst du? ansatzweise so lange, ja. Ah, du bist extrem schnell unterwegs. Du hast 6 Minuten gebraucht, von A nach B jetzt. Naja. Ja, ich nehme ja jetzt gleich auch Salz mit, also ich werde da ja sowieso wieder unter die Arme greifen. Aber was bringt's, wenn ich jetzt wieder nur am Salzdingen da rumwarte? Das wäre ja schwachsinnig. Ja, ist richtig. Ja, ich sag mal, das, was mit am längsten dauert, ist echt hier dieses Landen und alles. Da geht bei mir extrem viel Zeit für drauf. Na komm, bevor da gleich nochmal die
Polizei kommt, lande ich dann brav hinten am Rollfeld. Okay, ja, mein Glück. Sieht aus, als würde das gleich regnen. Ist extrem bewölkt hier. Ich sehe es gerade. Siehst du, Regen hatte ich hier noch nicht? Doch, hatten wir schon. Hast du nur wahrscheinlich nicht mitgekriegt, aber gehabt haben wir das schon. Was mich ja interessieren würde, ob dann im Winter das hier schneit. Ich glaube nicht. Wäre aber mal wär genial. Naja, so, Geld ist auf der Bank. Dann updaten wir das Ganze mal eben. Salz verkommen. Also, wie wir gerade im Chat lesen können, da ist irgendwo ist was los. Also, wir müssen echt aufpassen. Da sind wieder welche unterwegs, die dich irgendwo abfangen. Siehst du, wenn du nicht hier sitzt, dann hörst du das einfach nicht, dass irgendeiner mit dir redet. Ja, das ist das Problem. Schreibt da einer ja auch gerade. Oder im Heli war es das. Ja, aber ist eigentlich für den Arsch, weil dann können sie sagen, was sie wollen, du hörst es halt einfach nicht und fliegst halt einfach los und die holen dich dann runter. Das ist halt für den Hintern. Was ist denn da los, Alter? Getötet, getötet, getötet. Sieht aus wie ein Bankkrieg. Vermute auch, ja. Roleplay kann man wirklich nicht kaufen. So, ja, und wir sind auch schon wieder am Ende der Folge. Schon. Machen wir eben noch die Landung hier und dann sind wir durch für diese Folge. So. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten, oder wir hoffen, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei.
Wenn wir hier uns ein bisschen um Salz kümmern. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.